Richtung eingespannt ist. Und das ist auch etwas, was wir im Rahmen des Innovationsclusters entwickelt haben. So viel zum Thema Fertigung und Reparatur energieeffizienter Turbomaschinen. Damit habe ich Ihnen zwei Projekte gezeigt. Wären da vielleicht noch Fragen im Raum? Ich hätte die Frage dazu, ich bin vollkommen fasziniert von Ihrer Vortragstechnik und Art, wie Sie das Mindmap technisch aufbauen. Darf man fragen, welches Tool Sie dafür nutzen? Und ich bin auch von der Vektorgrafik vollkommen fasziniert, weil Sie sind die ganze Zeit, also Sie werden den Vortrag ja wahrscheinlich vorher gerendert haben für uns. Der hat mir den ganzen letzten Sonntag kaputt gemacht, wenn das blöde Programm einfach so abgeschmiert Also das ist vollkommen faszinierend, weil so eine Art des Vortragsstils, man kennt das ja sonst nur linear und das kann man auch schlechter folgen, aber so wie Sie das haben vom Aufbau her, ist das wirklich übersichtlich, ja? Freut mich. Was ist das für ein Tool? Das heißt Prezi.com. Ist dann aber kommerziell? Nee, das ist im Internet, das ist Webseite. Okay. Kann ich Ihnen gleich mal mitgeben. Das wäre sehr nett. Können Sie noch was zu der oberen Zeile dieser Aachener Prozesskette sagen? Die, also, das ist eigentlich diese Grafik. Das ist halt dann der Nachteil. Das steht halt für diese Prozesskette, die wir hier abbilden. Und wir haben die Aachener Prozesskette genannt, weil wir hier in Aachen die sozusagen live realisieren können. Was halt sonst nicht ganz so leicht ist. Also wir haben bisher noch nirgendwo ein entsprechendes Pendant dazu gesehen. Kommen Sie auch aus dem Bereich? Ich bin Historiker. Okay, deshalb Aachener. Also okay, es ist jetzt keine historisch gewachsene Aachener Prozesskette. Also es ist sozusagen noch nicht Historie. Das ist aktuell. Sonst noch Fragen? Ja, aber ich muss zuerst mal isolieren, dass die Zelle quasi für sich losgelöst aus irgendeiner Hautmatrix existiert. Erst ist das ja Haut, das ist ja Gewebe, was ich irgendwo entnehme. Und ich muss sozusagen das, was ich hier hinten wieder zufüge, muss ich ja von dem Urmaterial erstmal trennen. Und das ist ein biologischer Prozess, das ist ein Enzym, was dort arbeitet. Und dieses Enzym kann aber nicht auf die flache Haut, also angenommen, ich würde jetzt hier einen Lappen Haut wegnehmen, dann kann dieses Enzym nicht angreifen, sondern dieses Enzym muss quasi zwischen die Hautschichten gelangen, um dort halt entsprechend die Hautzellen rauslösen zu können. Und das gerät durch die Ritzen, die ich quasi mit diesem Skalpell in die Haut einbringe, kann dieses Enzym dann dazu kommen. Genau, das macht man ja auch hier. Da muss man ja aber nicht nochmal immer neue Gewebeproben von einem Menschen nehmen. Gut, das freut mich jetzt zu viel. Das könnte man quasi von einer Zellkultur doch immer weiter expandieren, dann müsste man das nicht immer weiter machen. Könnte man machen, aber da wird sicherlich Gründe geben, dass das nicht so gemacht wird. Sonst noch Fragen? Also wenn da jemand Interesse dran hat, das ist eine Kollegin, die das bei uns im Haus betreut, die hat extra drum gebeten, auch zum Beispiel, wenn Sie Interesse haben, werden halt IT-Jobs im Moment angeboten, so Pendlerinnen nach studentischen Mitarbeitern. Also wenn der Interesse im Raum ist, kann man gerne bei uns sprechen. Gut, wenn dann keine Fragen mehr sind, glaube ich, dann machen wir heute das Feierabend auch von Ihnen. Ja. Oder? Zu der Haut nochmal. Das war aber jetzt nur eine künstliche Haut, die gemacht wurde, um
zum Test für die Kosmetik. Nicht gibt es eine Transplantation, genau, wenn die Haut das wäre Brandschäden, also wenn die Haut genau, jetzt zerstört. Das wäre sicherlich irgendwo ein Schritt in den Weg, aber dann muss die Haut dann auch durchblutet werden. Das ist also jetzt keine Haut, die durchblutet wird. Das ist also sagen Sie genau richtig wiedergegeben, dass es nicht für eine Transplantation bedacht ist. Dann kommen halt dann auch schon wieder die Fragen menschlicher Organismus, ethische Fragen, die dann ins Spiel kommen. Also das ist an der ethischen Seite ja unbedenklich. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend und schönes Wochenende.